Ja, willkommen zurück zum dritten Teil vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 mit mir und mit Peter. Wir befinden uns immer noch im Multiplayer. Richtig, jetzt muss ich aber erstmal ganz kurz hier um was umlenken gehen. So, jetzt muss ich mal was schauen. Ich muss hier nach Dover. Das heißt, ja, das heißt, wir werden genau. Ja. Noch ein Stückchen fahren. Ich habe gerade mein Navi umstrukturiert. Außer ihr wollt. Okay, außer ihr wollt, genau. Navi, du bist jetzt wieder drin. Ja, super nett. Genau. Jetzt fahren wir doch mal glatt Richtung Rotterdam, diese Strecke hier runter. Außer Rotterdam und Amsterdam kann man ja auch über die Fähren gehen. Das heißt, über den Europort. Ja, jetzt ist nun die Frage, soll ich es riskieren? Ja oder nein? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare rein. Dann bin ich mir das auch am Überlegen, ob ich nicht sage, ich werde kurz über den Europort gehen. Denn ich befinde mich eigentlich jetzt schon in der Höhle des Löwens. Das heißt, ich fahre jetzt gerade ja nach Richtung Holland, oder ich bin ja in Holland unterwegs. Freunde, ich könnte auch hier noch über die Fähre hüpfen. Nach England rüber. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, das werde ich auch gleich tun. Das heißt, ich werde mal den Schwung hier mitnehmen. Ja, und lass einfach mal den LKW machen. Denn wir befinden uns jetzt auf dem Wege nach Rotterdam rein, das heißt, ja, normalerweise Euro 2 wäre hier jetzt die Hölle. Deswegen fahre ich auf dem Euro 3 Server. Weil ich haargenau weiß, warum. Leute, wenn ihr nicht so ja, volle Hütte haben wollt, sage ich jetzt mal, dann geht auf den Euro 3 Server. Denn da geht es dann auf jeden Fall in Rotterdam und so wenig ab und da hat man keine FPS-Einbrüche, sage ich jetzt mal. So, ja, genau. Jetzt kommt meine Frage, was für ein Sprachzeug ist. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier ganz kurz rechts ranfahren. Um nochmal zu überprüfen, ja, welche Strecke ich jetzt nehmen würde. Und ich glaube, Leute, ich mache das jetzt auch. Ich werde über Ding kommen. Na, sagt es mir doch. Genau, ich komme über den Europort runter. Ja, diese Strecke werde ich jetzt nehmen, weil definitiv doch besser. Das heißt, ein bisschen weniger Kilometer vor mir und ja, der Europort, dann bin ich auch schon schneller in England. Und, ne? Aus diesem Grunde, ja, werde ich über den Europort fahren.
So, das ist ja hier schon der dritte Teil. Und deswegen, wenn man so überlegt, wir haben noch 428 Kilometer ohne die Fracht, ohne jetzt ohne über den Hafen zu schippern und alles. Deswegen sehen wir gleich, wie viele Kilometer es dann auch wirklich sind, wenn wir mit der Fähre drüben sind. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder in England. Ja, England, juhu. Ich liebe England. Nicht. Nur natürlich jetzt im ETS. Aber sonst, ja, ist England okay. Deswegen, Leute, sehen wir uns auch gleich wieder. Bis gleich. So, dann einmal der Europort, genau. Ja, Leute, wir sind jetzt nämlich am Europort angelangt. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Jo, bis gleich in England, ne? So, dann geht es auch schon weiter. Ja, Freunde, wir sind jetzt wieder in England. Das ist auch wieder Linksverkehr. Ist angesagt. Und haben jetzt noch knappe 186 Kilometer vor uns. Also einen Katzensprung, auf gut Deutsch gesagt. Haben wir jetzt noch. Ja, dann passt es ja noch. Ja, ihr wollt auf jeden Fall schon mal mit dabei sein bei einem meiner nächsten Let's Plays. Gerne, warum nicht einfach meinen Kanal abonnieren und immer fleißig liken, dann verpasst ihr gar nichts mehr bei mir. Wenn ihr gerne auch mal mitfahren wollt, auch damit kein Problem, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Wir werden sicherlich mal einen Termin ja, erahnen oder mal rausfinden, wo wir zusammen fahren. Ich werde definitiv nächste Woche wieder ein Let's Play machen mit Gästen. Das wird auf jeden Fall jetzt nächste Woche wieder kommen. Wann genau kann ich euch leider noch nicht sagen. Aber wahrscheinlich, denke ich mal, sicherlich badet. Genau, verpasst es einfach nicht, ne? Ja, wir befinden uns auf den letzten Zügen dieses Let's Plays. Genau, verpasst einfach mal nichts. Denn, ja, ihr seht es ja noch. Ja, Leute, ich habe jetzt noch knappe 150 Kilometer vor mir. Ja, das ist ja nicht viel. Das geht ja auch, also so knappe, ja, 5 Minuten vielleicht. Allerhöchstens. Deswegen einfach mal, ja, nichts verpassen. Denn ich werde jetzt noch die letzten paar Meter, ja, werde ich einfach nur noch genießen, genau.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben noch wenig Zeit. Nein, wenig Zeit. Also, Zeit haben wir immer. Von daher passt es schon. Aber ich habe ja noch, genau, meine große Ankündigung vor. Leute, wenn ich, ja, also auf jeden Fall, wenn ich bis so, sag ich jetzt mal, 500 Aufrufe erreiche, die werde ich irgendwann erreichen, natürlich, klar. Und auf jeden Fall mal 500 bis 1000 Aufrufe. Ja, beim 500er wird es eine Spezialfolge geben von mir. Oder vielleicht sogar zwei Spezialfolgen. Die werden auf jeden Fall mit Gäste sein. Die Frage wird dann nur sein, ja, in was wir dann fahren. Aber ich denke mal, wir werden auf jeden Fall auch Multiplayer fahren. Denn, ja, das machen wir ja schon eigentlich die meiste Zeit. Genau, richtig. So. Bedeutet noch 60 Kilometer, dann sind wir in Dover. Das heißt, diese Fahrt genieße ich jetzt mal richtig schön hier in England. Und es ist eine wohltuende Strecke, sage ich euch. Wenn fast keiner hier im Multiplayer gerade fährt um die Zeit, obwohl wir ja schon knapp 10.30 Uhr haben. So, kommt hin. Genau. Ja, deswegen, ja, genießen wir noch die letzten paar Kilometer. Ja, Leute, wir haben noch die letzten 30 Kilometer vor uns. Das bedeutet, wir sind auch schon bald, ja, da. Die letzten paar Meterchen, sage ich jetzt mal so, ausgedrückt. Ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall mal gefallen. Bei mir. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann in einem der nächsten Let's Plays wiedersehen würden. Ja, denn, ja, immer positiv denken, ne? Stay positive. Dann passt es schon. Und auf jeden Fall, ich würde dann sagen, genießen wir noch die letzten 3 Kilometer. Wir dann in Dover angekommen sind. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ja, lasse auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für, ja, ein Like. Das wäre super nett von euch. Und auf jeden Fall, ja, ein Abo. Wäre auch super nett von euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Let's Plays wieder von mir. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Stay positive, immer positiv denken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Let's Plays von mir wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin, ciao, ciao. Und bye bye, bis dann, euer Peter.